Henlo hier spricht das Schneechaos. Ich wünsche euch im Folgenden viel Spaß beim Stream-Zusammenschnitt von Layers of Fear. Spoiler, es wird gruselig. Die Schlüppis werden garantiert nicht trocken bleiben. Wenn ihr schon dabei seid, wir freuen uns auch über ein Abo und einen Kommentar. Los geht's. Ja. Gott, die Augen von der Puppe leuchten. Spin, spin, spin. Ist hier sonst noch irgendwas? Nee, ne? Wehe. Ich hoffe, der Eiswagen kommt gleich. Ja, das fand ich auch hässlich. Farbentiefe Lügen. Now a tiny bit to the left. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. Okay, er hat sie ja dann also gezeichnet, so wie auf der Titanic mit wie hießen sie, Rose und Dingens und so. Ja, und fand er wohl gut. I'm not that round. Ich bin überhaupt nicht so rund. Du hast voll übertrieben. Willst du mir sagen, ich bin fett? Ja, mit so einem Schmierfetzen hält so ein Bild natürlich auch nicht. Da brauchst du Nägel, Schatzekind. Sven hat mir den Gedanken von einem Spaghetti-Eis in den Kopf gepflanzt, dieser Lümmel. Draw me like a French girls. Genau, das Bild ist wunderschön. Ja, das Bild ist echt schön. Für dich auch. Die sind gewöhnungsbedürftig. Oh, Katze, beweg dich doch nicht. Wie? Müssen wir das mitnehmen? Also, müssen wir in die andere Richtung? Atmen. Mach doch mal auf die Tür hier, ey. Hör doch auf, so laut zu knistern! Hat die Ratte gerade Suizid begangen? Hier ist die Ratte gerade in die Flammen. Solche Porträts sind eh schlimm. Kerngruselig. Ja, aber wenigstens ist es nicht mehr Turban-Willi. Können wir springen? Nein, wir können nicht springen. Noch eine Ratte, die Suizid begeht. Das sind bestimmt die Ratten, die er dann gesehen hat. Willst du mir sagen, ich soll ins Feuer gehen? Wir müssen nur den Ring ins Feuer werfen. Ich bin aber kein Ring. Ich bin zwar auch rund, aber... Oh, ein Teddy. Ah. Sieht sehr ausgebrannt aus.
Bücher. Deswegen haben so viele Leute keine Bücher im Haus, damit sie nicht damit beworfen werden. Herr Julius, was sagst du dazu? Ich möchte jetzt auch einen Schnaps. Oh, schön. Die sind ein bisschen traurig. Mhm. Hör doch auf zu rascheln. Hier ist nichts. Spiegel. Hey, bezüglich deines letzten Briefes. Ich bin mir sicher, dass das nichts ist, worüber du dich sehr sorgen müsstest. Frauen neigen dazu, seltsam zu werden, nachdem sie ein Baby bekommen haben. Hormonelles Ungleichgewicht und so. Als wir unser erstes bekommen, erinnere ich mich, hat Valerie den Blues richtig schlimm gehabt. Ich fragte, was sie zum Mittag haben wollen. Sie brach einfach in Tränen aus. Sei einfach für sie da. Ich bin mir sicher, dass es gut werden wird. Jetzt aber. Ich weiß, dass ich dir versprochen hatte, dich nicht zu hetzen. Und du sollst auf jeden Fall deine wohlverdiente Auszeit genießen. Aber, nur um es dich wissen zu lassen, ich bekomme Anrufe rauf und runter, Aufträge links und rechts. Du bist eine ganz heiße Nummer, mein Freund. Vermutlich sollten wir das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Aber natürlich geht die Familie vor. Dein Freund und Agent Thomas Cardwell. Da war gerade noch ein Flur, aber hey, ja, dieses Haus ist sehr merkwürdig gestrickt. Es ist irgendwie so wie Gleis 9, 3 Viertel. Immer wenn du durch die Tür gehst, ist es ein anderes Haus. Ist das nicht das verrückte Labyrinth? Ja. Und danke, Dili, für den Sound. Ich hab euch echt gern, ne? Ich hab euch wirklich gern. Nee, ich mach das. Steht da wieder, du kommst nicht vorbei, hier zu weit weg und so. Ich weiß, dass du runterkommst. Auf zu quietschen. Kann ich das Fenster aufmachen? Hm. Oh, eine Tür. Lass mich rein. Ich hab Eiscreme. Und den neuesten Twilight-Film. Wir können das klären. Jo, los. Lass mich rein. Hello. It's about time for us to talk, don't you think? I mean, I've seen you in my house so many times, and yet I could never find the courage to face you directly. Not until now. Okay, sie konnte nie mit uns bisher reden. Okay, sie weint immer. Können wir die Kerze mitnehmen? Ich würde immer noch gerne eher zu ihr gehen. Magst du keine Eiscreme? Ich kann auch Kuchen holen. Ich würde dir eher sagen, lass mich raus. Naja. Komm, wir gehen lieber auf ihre Seite. Oh ja, wir gehen auf ihre Seite und wir landen in der Küche. Können wir. Oh, schön. Mhm.
Das sind sehr komische Äpfel. Es tut mir leid, dass ich deine Äpfel beleidigt habe. Ich bin ein Star, aber ausführlich trotzdem. Anybody in there? First step is the hardest. Der erste Step ist der schwerste. Okay. Geschafft. Oh, die Küche wieder. Ja, vor allem, ich sag auch noch, wir gehen zu ihr und landen in der Küche. Können wir da jetzt irgendwas machen? Nee, ne? Ist immer noch schön. Ich finde die Küche eigentlich ganz hübsch. Ein Bügeleisen. Worauf bin ich denn gerade gelatscht? Das Bild hat uns mit einem Apfel beworfen. Hier ist der Wein runtergefallen, genauso wie hier der Wein. Das ist nicht. Warum? First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. What? Okay, er hat eine Leinwand gebraucht und brauchte etwas, was so scharf ist wie eine Rasierklinge. Also hat er eine Rasierklinge genommen, um sich eine Leinwand zu machen. Und das sieht aus wie Menschenhaut. Also würde ich sagen, er hat mit dieser Rasierklinge... Haben wir dieses Spiel bei Gronkh geguckt? Ja, haben wir. Aber ich kann mich an 80% davon nicht mehr erinnern. An die Story zum Beispiel nicht mehr. Aber ich wusste nur, dass es cool war. Können wir noch in... Wo? Haben wir Puffeln? Wieso nicht Schweinehaut? Ja, es könnte auch Schweinehaut sein. Das, hast du natürlich recht. Könnte generell irgendeine... Von irgendeinem Tier, glaube ich, sein. Ja, von den Ratten, na, es ist vielleicht nicht haarig genug. Oh, wir sind wieder hier. Das sieht jetzt sehr leer aus hier, die Nummer. Tief durchatmen. Denk dran, du bist ein Profi. Es sind nur die ersten Pinselstriche. Danach bist du über den Berg. Was ist daran so schwer? Naja, manchmal sind die ersten Schritte halt die schwersten. Formlose Träume, okay. Er ist ganz schön leer hier drin. Es irgendwie fehlt was, ne? Na, da sind die ganzen Fotos, die wir dann gefunden haben. Es sind noch nicht so viele. Sind wirklich noch nicht so viele. Zwei Sachen haben wir bisher gefunden. Ja, gut. Müssen wir schon mal ein bisschen gründlicher sein.